Ja, das Diktat Nummer 16. Los geht's. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Punkt. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Punkt. Die Reaktion, Radfern. Ich spreche auch nur wenig Deutsch. Ich spreche auch nur wenig Deutsch. Ich spreche auch nur wenig Deutsch. Punkt. Die erste Person sagt wieder, wo hast du Deutsch gelernt? Fragezeichen. Wo hast du Deutsch gelernt? Fragezeichen. Wo hast du Deutsch gelernt? Wo hast du Deutsch gelernt? Fragezeichen. Die Antwort, Edgeweb, in der Schule. In Polen. In der Schule in Polen. In der Schule in Polen. Punkt. In der Schule in Polen. Punkt. Okay, dann korrigieren wir jetzt Diktat Nummer 15. Entschuldigung, ist ein langes Wort, ne? Entschuldigung, Komma, können Sie groß, Sie, weil wir sprechen mit jemandem. Können Sie morgen ein Paket für mich annehmen? Paket müssen wir groß schreiben, denn Paket ist ein Nomen. Paket, wo ist es? Annehmen, da ist ein H in der Mitte. Annehmen? Fragezeichen. Wohnen Sie hier im Haus? Großes W. Sie wieder groß, weil das ist die Antwort. Können Sie ein Paket für mich annehmen? Wohnen Sie hier im Haus? Fragezeichen. Haus auch groß, das ist ein Nomen. Ja, Komma, ich bin neu hier, Komma, ich bin Hans Müller. Punkt. Ja, groß, das ist der Anfang des Satzes. Ich bin neu hier, Komma, ich bin Hans Müller. Hans groß, Müller groß, das ist der Name. Punkt. Die Reaktion, Radfern. Ich bin Fabian Schmitz. Ich groß, Fabian groß, Schmitz groß. Das ist, Entschuldigung, das mit dem Paket ist kein Problem. Das groß. Paket groß, Problem groß. Paket und Problem, das sind Nomen. Had then is man. Paket, wo Problem. Okay, das war alles. Had the can, kulimelesime. Bitte schreibt das Diktat Nummer 16 in die Kommentare. Uktub el-elimle el-esse des Asche fitale li kei era, yani el-achta. Danke sehr. Ciao, ciao.